Sehr verehrte Damen und Herren, Weihnachten rückt näher. Wenn wir ehrlich und nüchtern sind, werden wir uns eingestehen, dass wir als Menschen und als Christen diesem im Lauf jedes Jahres unerbittlich auf uns zukommenden Fest mit gemischten Gefühlen entgegengehen. Wir fürchten als Menschen den weihnächtlichen Betrieb, den Weihnachtsrummel mit den kitschigen Weihnachtsdekorationen und dem dahinterstehenden Konsumzwang, mit dem Zwang zu schenken und sich beschenken zu lassen, mit all der bürgerlichen Sentimentalität, die uns durch ein jahrhundertealtes Herkommen und nicht eigentlich durch die Kirche, ihre Lehre und ihre Liturgie aufgedrängt wird. Als Christen sagen wir etwas erschrocken und verlegen, ob und warum gerade in diesen Tagen das weihnächtliche Mysterium des Glaubens, das, wenn überhaupt, unser ganzes Leben durchwalten sollte, gefeiert werden soll, ob und warum wir gerade an Weihnachten feiern können und sollen. Ist Weihnachten uns nicht eher als Menschen und als Christen zu einer Last geworden? Bringen wir es fertig, wirklich von Herzen in innerer Anteilnahme Weihnachten zu feiern? In dieser Meditation nun oder in diesen drei Meditationsstücken soll nun nicht eine Kritik oder eine positive Anweisung zur Feier des bürgerlichen und menschlichen Weihnachtsfestes unternommen werden, dem gewiss sein eigenes Recht nicht abgestritten werden soll. Die Meditation gilt vielmehr ausschließlich dem Mysterium des Glaubens, das dieses Fest verkündet, das in ihm begangen und in die Mitte unseres Herzens, unserer Existenz in immer neuem Bemühen aufgenommen werden soll, damit nicht bloß die Kirche in ihrer amtlichen Liturgie und nicht bloß die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem Betrieb dieser Tage Weihnachten feiern. Es muss vielleicht zu Beginn einer solchen Meditation ausdrücklich fast wie in einer Warnung gesagt werden, dass eine solche Meditation unvermeidlicherweise eine Einheit von eigentlicher und verbindlicher Glaubensaussage, von theologischer Überlegung auf eigene Rechnung und Gefahr, ohne den Anspruch, mehr als angebotene Meinung zu sein, von dem schüchternen Versuch, über bloß theoretische Einsicht hinaus einen Zugang zum Herzen des Hörers zu finden, sein muss. Diese drei Aspekte einer Meditation lassen sich nicht voneinander trennen. Wirkliche Erbauung, die mehr sein soll als bloße fromme Rührung und ein Analgetikum für die Bitterkeiten des Lebens, kann nur geschehen in der Verkündigung des Glaubens. Diese aber fordert schon in sich selbst, weil Anruf an den ganzen Menschen in all seinen Dimensionen, auch die Anstrengung des Denkens, die nüchterne Geduld des Hörens und des Überlegens. Verkündigung kann überdies, will sie beim konkreten Menschen in der geschichtlich bedingten Situation seiner jeweiligen Erfahrung und seines Lebens ankommen, der theologischen Überlegung, trotz deren Unterschiedes vom eigentlichen Glauben, nicht entraten. Der Hörer einer solchen Meditation, also Sie alle, sind darum gebeten, die Einheit dieser drei Elemente einer solchen Meditation in deren Unterschiedenheit zu beachten, auch wenn nicht immer eigens bei jeder Etappe einer solchen Meditation auf den Unterschied
dieser drei Aspekte und damit auch auf den Unterschied des Hörens und Aufnehmens je dieser drei Aspekte eigens aufmerksam gemacht werden kann. Und wie einleitend Herr Direktor Sauer schon gesagt hat, ich bitte Sie, haben Sie Geduld, gerade wenn die ersten zwei Teile dieser Meditation, also das, was heute gesagt wird, etwas arg theologisch, vielleicht schulmeisterlich, vielleicht spekulativ oder wie Sie das sonst vielleicht empfinden werden, klingen werden. Es lässt sich, meine ich, nicht vermeiden. Eine halbstündige Predigt über Weihnachten kann ja vielleicht unmittelbar auf das Herz des Hörers zielen, aber hier und jetzt, wenn wir wirklich etwas tiefer in das Mysterium des Glaubens eindringen wollen, ist nun einmal die Anstrengung des Begriffes, der mühsame Weg, langsam, Schritt für Schritt, bis zum eigentlichen Weihnachtsmysterium nicht zu vermeiden. Von woher können wir einen Zugang für uns hier und heute zum Mysterium von Weihnachten finden? Das ist die erste Frage, der wir uns zu stellen haben. Auf diese Frage soll, um auf das Ganze der Meditation vorauszublicken, in einer doppelten Weise geantwortet werden, auch wenn die beiden angezielten Aspekte von der Sache her immer wieder ineinander übergehen. Wir finden einen Zugang zum Mysterium von Weihnachten, wenn wir von der Erfahrung des wirklichen Lebens, wenn wir, um es einmal so zu sagen, von unten her kommen. Dabei ist dieses Leben da unten, wo wir sind und wo uns selber zunächst erfahren, sowohl als unser eigenes Leben wie als das Jesus selber gemeint, so dass dieser erste Zugang sowohl anthropologisch wie in Einheit damit auch aszendenzchristologisch gemeint ist, wenn man die nüchterne und bescheidene Absicht dieser ersten Antwort einmal so fachtheologisch und hochtrabend charakterisieren will. Die zweite Antwort, die erste inhaltlich konkretisiert, lautet: Der Zugang zu Weihnachten ist vom Kreuz und Ostern Jesu her zu suchen und zu finden. Der Anfang enthüllt sich vom Ende her und letztlich nur so. Der Anfang ist eben der Anfang des Endes. Nach dieser doppelten Antwort soll vom bleibenden Recht der christlich-traditionellen Deutung des Weihnachtsmysteriums als des Abstiegs Gottes in die Geschichte der Welt und des Menschen von der Epiphanie Gottes in seiner eigenen Herrlichkeit bei uns gesprochen werden. Und schließlich, morgen, soll in einem vierten Gang dieser Meditation noch einmal ausdrücklich von Weihnachten heute in uns und so von dem existenziellen Mitvollzug des Weihnachtsmysteriums in Glaube, Hoffnung und Liebe durch uns selbst gehandelt werden. Damit ist wohl in einer zunächst genügenden Weise im Voraus die Abfolge der einzelnen Überlegungen dieser einen Meditation in drei Teile aufgeteilt, angedeutet. Wir müssen zunächst bedenken und sagen, dass wir uns heute einen Zugang zum Weihnachtsmysterium von dem Leben her bahnen müssen, das unseres und damit das Jesu bei all dessen
Einmaligkeit und Unterschiedenheit von unserem Leben ist. Was ist damit gemeint? Die Kirche hat natürlich immer den hier angezielten Weg durchlaufen, angefangen von der ersten Erfahrung, die die ersten Jünger mit Jesus machten, über die Christologien des Neuen Testamentes bis in die durch die christologischen Konzilien von Ephesus und Chalcedon im 5. Jahrhundert und in der auf diesen Konzilien basierenden und sie kirchenlehramtlich nicht mehr wesentlich überbietenden späteren dogmatischen Lehrverkündigung. Aber, etwas grob und einfach, vereinfachend gesprochen, man hat diesen Weg als gewissermaßen ein für allemal schon durchlaufen empfunden und so setzt die traditionelle Weihnachtspredigt nicht zuerst mit diesem leisen und vorsichtigen Präludium an, sondern verkündet sofort mit vollem Orgelklang an Weihnachten den Abstieg des ewigen Sohnes, des Vaters aus seiner ewigen, aller Geschichte präexistenten Herrlichkeit in die Welt, in die Geschichte, in unser Fleisch. Gott ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Das ist üblicherweise das erste Wort an Weihnachten. Dieses Wort aber macht uns heute, wenn wir es als erstes hören, irgendwie verlegen. Es klingt uns, wenn wir gleichzeitig uns selbst und dieses Wort ernst nehmen, schwer verständlich. Was soll es eigentlich bedeuten, wenn wir sagen, das ewige Wort, in dem sich der ewige Gott, Vater genannt, von Ewigkeit für sich selbst aussagt und bei sich ist, ist Mensch geworden. Er, der alles durchwaltende, alles in seine Unterschiede setzende und zusammenhaltende Urgrund jener unvorstellbar großen Welt der Materie des Lebens und des Geistes ist, wie wir sie heute als immer noch Werdende wissen? Ist dieser Gott nicht zugleich allem und jedem zu nahe und zu fern, als dass man fast wie in einer griechischen Mythologie ihn sich denken könnte, als in der Gestalt eines Menschen auf dem kleinen verlorenen Planeten umherwandelnd, den wir unsere Erde nennen? Selbst wenn wir letztlich gegen das richtig verstandene Dogma des Christentums, aber fast unwillkürlich mit diesem Gott in der Livree eines Menschen uns einverstanden erklären würden, was kann uns diese Vorstellung in der bitteren Nüchternheit unseres alltäglichen Lebens nützen, wenn dieser Auftritt Gottes in irgendeinem kleinen Winkel von Raum und Zeit, der kleinen Geschichte, die wir hochtrabend Weltgeschichte nennen, schon längst wieder vergangen ist und dieser Gott schon längst wieder in seine ferne, schweigende Unbegreiflichkeit verschwunden ist? Und schließlich und zuerst, wir müssen, soll die Botschaft von Weihnachten wirklich richtig verstanden werden und bei uns wirklich ankommen, da anfangen, wo diese Glaubens- und Heilsgeschichte wirklich angefangen hat, bei der Erfahrung, die die Menschen in der Umgebung Jesu mit diesem Jesus konkret gemacht haben und in die sie, um diese Erfahrung zu machen, die eigene Erfahrung mit sich selbst als Menschen eingebracht haben. Diese Menschen erfuhren ja nicht zunächst einmal Gott oder einen Gott in der Gestalt eines Menschen, durch die der Glanz der Gottheit überwältigend von vornherein durchbrach. Sie erfuhren einen Menschen, wie sie selbst waren, einen Menschen mit menschlichem Anfang,
mit geschichtlicher Bedingtheit, mit einem gewöhnlichen, unerbittlich auf den Tod hinstrebenden Leben, einen Menschen, der ihre Sprache sprach, seine gesellschaftliche und religiöse Situation im Grund doch unbefangen und selbstverständlich hinnahm, wie alle Menschen seiner Umgebung empfand und lebte, in seiner religiösen Verkündigung aus den religiösen Vorstellungshorizonten seiner Zeit, mit deren Begriffen und Bildern sprach, der redete und schwieg, sich freute und weinte, lebte und starb, den man Rabbi titulierte, den man um den Hals fallen konnte, dessen Eigenarten man unsympathisch und unverständlich empfinden konnte, von dessen Worten man durchaus nicht von vornherein und immer den Eindruck haben musste, es seien Worte, die aller anderen Weisheit der Menschen göttlich überlegen sind. Und dass dieses Leben im Tod endete, der nicht nur die endgültige Katastrophe seines physischen Lebens, sondern auch das enttäuschend leere Scheitern der Sendung war, die er für sich in Anspruch nahm, das war auch nur der Schlussstrich unter einer Erfahrung, dass hier ein Mensch gelebt hatte mit der antwortlosen Fraglichkeit des Menschen. Jesus war ein Mensch, ein wahrer Mensch ohne Abstrich und oder allzu raschen Vorbehalt, ein Mensch wie wir. Und alles, was wir an ihm zunächst einmal erfahren konnten, erlaubt und bestätigt, dass wir ihn von der Erfahrung her interpretieren und verstehen dürfen, die wir mit uns selber machen, mit uns, den armen, geschundenen, ratlosen, sterbenden Menschen, so dass es von vornherein klar sein darf, dass er, wenn überhaupt, nur für uns eine Antwort sein kann auf die Frage und Fragwürdigkeit, die wir selber sind, wobei freilich, was ja schließlich auch wieder selbstverständlich ist, gleich hinzugefügt werden muss, dass wir nicht selbstherrlich und verzweifelt zugleich die Frage, die wir sind und die wir von uns her an ihn herantragen, verkürzen dürfen, dass wir uns als Frage in seiner Befragung annehmen müssen, in der Weise und Radikalität, wie sie wirklich ist, als Frage nach jenem Geheimnis, das wir Gott nennen, als Frage unbetäubter Verzweiflung und radikaler Hoffnung in einem. Bevor wir von diesem Punkt aus weiter fragen und weiter meditieren, muss ein Zwischenergebnis noch ausdrücklicher formuliert werden. Weihnachten muss, soll es für uns verständlich werden, bei der Erfahrung von Jesus als einem wahren Menschen ansetzen, bei der Erfahrung von unten her, bei der Erfahrung von dem Menschen Jesus, in die als Inhalt und Kriterium auch die Erfahrung eingebracht werden muss, die wir mit uns selber machen. Das ist ja gerade eben gesagt worden. Nun, die Botschaft von Weihnachten ist zunächst einmal die Botschaft von der Geburt, vom Anfang eines Menschen. Aber von Jesu Leben und Sterben her, als dem Schicksal eines, natürlich ganz bestimmten Menschen, muss sein Anfang, seine Geburt verstanden werden. Insofern dieses seine Geburt offenbarende Leben und Sterben von der Eigentümlichkeit seines in die Endgültigkeit der rettenden Liebe Gottes hineinsterbenden Todes, von der Eigentümlichkeit seines rettenden Todes, den wir Auferstehung nennen, erst verstanden werden kann, ist die Eigentümlichkeit und der letzte Sinn seiner Geburt auch erst
durch seinen Tod und seine Auferstehung offenbar. Aber von dieser Wesens- und Sinnbestimmung seiner Geburt, gerade von seinem Tod und seiner Auferstehung, beide richtig verstanden, her muss oder soll ausdrücklich im zweiten Gang dieser Meditation gesprochen werden. Hier in diesem ersten Gang soll zunächst, wenn auch vorläufig und unter dem Vorbehalt des zweiten Ganges, davon gesprochen werden, welche Wesensbestimmung seine Geburt erhält, wenn sie von seinem Leben im Allgemeinen her gesehen wird. Bei diesem Versuch, in diesem ersten Gang unserer Meditation, machen wir berechtigterweise eine doppelte Voraussetzung, eine menschliche und eine theologische. Schon menschlich gesehen erfahren wir immer wieder die Wahrheit des Satzes bei Hölderlin, das meiste aber vermag die Geburt. Natürlich ist ein menschliches Leben die Geschichte einer Freiheit, die kreativ ein Leben gestaltet und nicht nur die zwangshafte Auseinanderlegung dessen, womit ein Mensch sein Leben antritt, ist nicht bloß die mit physikalischer Notwendigkeit geschehende Explikation der biologischen, gesellschaftlichen, geschichtlichen Voraussetzungen, die einer Individualgeschichte innerlich und äußerlich vorgegeben sind. Aber kreatürliche Freiheit handelt eben doch auch immer aus einer vorgegebenen, gesetzten und endlichen inneren und äußeren Situation heraus, die sich im ganzen Leben durchhält, gleichgültig, wie sich die Freiheit in Annahme oder Protest dazu verhält, was sie aus dieser Situation, dem Gesetz, nachdem die Freiheit angetreten ist, macht. Und darum enthüllt auch eine Freiheitsgeschichte den vorgegebenen Anfang, kann aus dem Leben und seiner Vollendung den Anfang rückwärts blickend erkennen. Das gilt umso mehr, wenn wir nicht nur die menschliche, sondern auch die theologische Voraussetzung bedenken, auf die es hier ankommt. Das ganze menschliche Leben ist unbeschadet seiner Freiheit umfasst und getragen von dem Wissen und Willen Gottes, der den Anfang aus seinem eigenen Willen zum Ende und zur Vollendung verfügt und setzt. Da ein Leben und seine Vollendung enthüllen, was der Anfang schon in sich barg, offenbaren Leben und Vollendung den von Gott gewollten Anfang als von Gott gewollten und von ihm auf dieses ganze konkrete Ende hin bestimmten, enthüllen den Plan Gottes über dieses Leben, der überdies nicht nur eine über diesem Leben gleichsam bloß in den Gedanken Gottes schwebende Bestimmung, sondern die innere reale Eigentümlichkeit dieses Anfangs ist. Leben und Ende sagen den Anfang aus, wie er als Gott geplanter und Gott gewollter gesetzt ist. Die Christenheit hat nun vom Neuen Testament an darum mit Recht in ihrer Erfahrung des Lebens und der Vollendung Jesu auf seinen Anfang, auf seine Zeugung und Geburt zurückgeschlossen, hat seine Geburt als die dessen erkannt, als den er sich in seinem Leben offenbarte. Die Legitimität dieses Rückblicks aus dem Leben auf dessen Anfang hin wird auch nicht dadurch desavouiert, dass im Neuen Testament, was später
mehr oder minder vergessen wurde, andere Ereignisse im Leben Jesu, die den ganzen und ursprünglichen Sinn seines ganzen Lebens für uns in besonderer Weise in Erscheinung treten lassen, als eine Art von Geburtsstunden dessen verstanden werden, was Jesus endgültig ist, also zum Beispiel seine Taufe oder seine Auferstehung mit seiner Gottessohnschaft ursächlich in Verbindung gebracht werden. Hier liegt in solchen Aussagen nicht nur eine in sich unschuldige Vereinfachung vor, in der die Geschichte seiner Wirklichkeit an sich und die Geschichte unserer Erkenntnis eben dieser Wirklichkeit in eins zusammengelegt werden. Diese Aussagen sind auch darum legitim, heben aber die Berechtigung des Rückblicks bis zum Anfang vom Leben her nicht auf, weil selbstverständlich ein solcher Anfang nicht als eine statische Größe für sich allein verstanden werden darf, sondern als Anfang einer werdenden Geschichte als solcher, die von vornherein auf jene Punkte angelegt ist, an denen sich dann in besonderer Weise offenbart, was in dieser Geschichte enthalten ist, sodass der Wille Gottes auf den Anfang hin schon immer ein Moment seines Willens zum ganzen Leben und zu dessen hervorragenden Ereignissen war. Was lässt sich nun von diesem Anfang, von der Geburt Jesu sagen, wenn diese Geburt von seinem Leben her einerseits gesehen und verstanden wird und doch noch im ersten Gang doch noch nicht ausdrücklich von Jesu Tod und Auferstehung her interpretiert werden soll? Was sagt uns sein Leben von seiner Geburt, wenn diese Frage unter der doppelten Voraussetzung gestellt wird, die wir schon genannt haben? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir natürlich zunächst die Frage stellen, was sein Leben, zu dem natürlich auch sein Wort gehört, von ihm aussagt, wenn wir zunächst noch von seinem in der Auferstehung geretteten Tod absehen. Eine vorläufige Ausklammerung des Blicks auf seine Geburt von Tod und Auferstehung her kann trotz aller zuzugebenden Problematik dieser vorläufigen Abstraktion darum nicht ganz und gar als illegitim abgelehnt werden, weil ja Jesus historisch gesehen sein Leben, sein Wirken und seine Verkündigung nicht einfach von vornherein als eindeutig auf seinen Tod ausgerichtet, verstanden und ausgesagt hat, sondern in der Dimension eines menschlichen, objektivierenden und reflektierenden Bewusstseins nicht von vornherein mit dem Scheitern seines Lebenswerks durch einen gewaltsamen Tod von Seiten der religiösen und politischen Instanzen seiner Umwelt gerechnet hat. Wenn wir unter diesen Einschränkungen von seinem Leben aus nach seiner Geburt fragen, wenn wir so eine Christologie von unten her, von der Empirie seines menschlichen Lebens her, versuchen und von da aus seine Geburt bestimmen wollen, unternehmen wir natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, zumal wenn wir einkalkulieren, dass auch schon die synoptischen Evangelien die Worte Jesu, die er in der Verkündigung des Reiches Gottes aussagte, schon mitgeformt sind durch das Wissen der frühesten Christenheit um die volle und ganze Wirklichkeit Jesu, durch ein Wissen, das diese früheste Christenheit
Nur durch die Erfahrung des Kreuzes und der Auferstehung Jesu hatte. Wenn wir, um seine Geburt zu verstehen, nach seinem Leben fragen, in dem natürlich seine Verkündigung des Reiches Gottes ein oder das konstitutive Element ist, dann ist selbstverständlich, dass wir in einer solchen kurzen Meditation nur weniges, aber hoffentlich Zentrales hervorheben könnten und vieles andere, was vielleicht auch in sich nicht unbedeutend wäre, auch nicht für unsere Absicht, übergehen müssen. Wir können zunächst, um unsere Frage, um einen Blick vorauszutun, vorgreifend zu beantworten, sagen, in Jesu Leben, Person und Verkündigung in einem ist für uns das letzte irreversible und von sich selbst her siegreiche Wort der vergebenden und befreienden Selbstzusage Gottes an uns in geschichtlicher Greifbarkeit da. Und darum ist dieses Wort Gottes, weil von Jesu Person untrennbar, in seiner Geburt gegeben, das unwiderrufliche Wort Gottes an uns, in dem Gott sich uns selber endgültig als Vergebung, Befreiung, ja, Vergöttlichung zusagt. Nun, bei diesem vorausgreifenden Wort ist natürlich nicht geleugnet, sondern vorausgesetzt, dass dieses Wort, das Jesus selber ist, seine letzte Bestätigung und Endgültigkeit und Besiegelung in dem erreicht, was wir Jesu Auferstehung nennen. Aber dieses Wort ist in seinem Leben ergangen. Wenn wir auf sein Leben blicken, um seine Geburt deuten zu können, auf sein Leben blicken, wie er sich einer historisch nüchternen Nachfrage darbietet, wenn wir das tun, auch in einer gewissen Absetzung von einer theologisch unbedachten Interpretation des christologischen Dogmas, dann können wir feststellen, zunächst einmal, dass Jesus ein menschliches Selbstbewusstsein hatte, das man nicht einfach identifizieren darf mit dem Bewusstsein des ewigen Logos Gottes, als ob dieser Mensch Jesus und mit seiner ganzen Wirklichkeit letztlich nur passiv eine gleichsam verlautbarende Livree dieses einzigen Gottes, so aktiven Gottessubjektes gewesen wäre. Das menschliche Selbstbewusstsein Jesu stand dem Gott, den Jesus seinen Vater nannte, in kreatürlicher Abständigkeit frei, gehorsam, anbetend und sich Gottes Unbegreiflichkeit ergebend gegenüber wie jedes andere menschliche Bewusstsein. Unbeschadet einer letzten, in der ganzen Lebensgeschichte Jesu durchgehaltenen Selbigkeit eines tiefen Bewusstseins unreflexer Art von seiner radikalen und einmaligen Nähe zu Gott, wie es sich ja auch in der Eigenart seines Verhaltens zum Vater zeigt, hat das sich objektivierende und verbalisierende Bewusstsein Jesu eine Geschichte. Es teilt die Verstehenshorizonte und Begrifflichkeit seiner Umwelt, auch um es selber zu sein, nicht bloß um herablassend für andere da zu sein. Dieses Bewusstsein lernt, es macht neue, überraschende Erfahrungen.
Es ist von letzten Krisen der Selbstidentifikation bedroht, auch wenn diese Krisen selbst noch einmal, ohne ihre Schärfe zu verlieren, umfangen bleiben von dem Bewusstsein, dass auch sie selbst in dem Willen des Vaters geborgen bleiben. Sein ihm und erst in ihm gegebenes Verhältnis zu Gott objektiviert und verbalisiert Jesus für sich selbst und für seine Hörer durch die Verkündigung der neuen Nähe des Reiches Gottes. Und wenn wir wirklich verstehen wollen, was Jesus uns sagt, um zu verstehen, wer er ist, dann müssen wir nun in Gottes Namen uns einmal die Mühe machen, deutlicher zu reflektieren, was Jesus mit seiner fundamentalen Predigt von der neuen absoluten Nähe Gottes, von dem Nahegekommensein des Reiches Gottes sagt und was er damit eigentlich meint. Und diese Mühe, meine ich, sollten wir uns heute eben einmal machen, weil sie auch in der üblichen Theologie und erst recht in der Verkündigung nach meiner natürlich unmaßgeblichen Meinung im Grunde genommen verharmlost wird, wenn überhaupt etwas davon gesagt wird. Kritische Theologen haben gesagt, Jesus verkündigt nicht sich, sondern die Nähe des Reiches Gottes. Er bezeugt nicht sich, er redet nicht von sich, sondern von der Nähe des Reiches Gottes. Und das, was ich hier sagen will, besteht gerade darin zu sagen, ja, das stimmt, aber gerade so sagt er das eigentlich Entscheidende für über sich selber. Nun, was ist es denn mit dieser Nähe des Reiches Gottes? Man nennt diese Nähe oder die Verkündigung dieser Nähe Gottes sehr oft die Verkündigung einer Naherwartung des Endes der Welt. Und wir können auch hier an diesem Problem nicht ganz vorbeigehen, auch wenn ich es nur sehr kurz berühren kann. Wenn man von der Naherwartung Jesu des Endes der Welt, in diesem Sinne des Kommens des Reiches Gottes, spricht, dann macht man selber eine Kürze des zeitlichen Abstandes zwischen der Verkündigung und dem Kommen des Reiches Gottes zum entscheidenden Punkt dieser Erwartung, während dies Jesus selbst ablehnt und doch von einem neuen, nahegekommen des Reiches Gottes spricht. Hier ist nun eine Bemerkung nicht zu umgehen, auch wenn sie unmittelbar nichts mit Weihnachten zu tun zu haben scheint. Wenn man die von Jesus doch letztlich offengelassene Frage nach dem letzten Sinn des von ihm verkündeten bald des kommenden Tages Gottes vernachlässigt, weil man dieses bald seiner Verkündigung einerseits und sein Wissen um die Unbekanntheit des Tages andererseits im Bewusstsein Jesu doch nicht in eine höhere Einheit synthetisieren kann. Ich sage, wenn man so von einem bald Jesu, das er verkündigt hat, spricht, dann mag man von einem Irrtum in der Naherwartung Jesu sprechen, der in diesem Irrtum in Anführungszeichen doch nur unser Los geteilt hätte, weil so
zu, in Anführungszeichen, irren, für den geschichtlichen Menschen und also auch für Jesus besser ist, als immer schon alles zu wissen und so der dunklen Härte einer Entscheidungssituation in Hoffnung zu entgehen. Wenn man aber existenzial und den einen existenzial-ontologisch richtigeren Begriff von Irrtum voraussetzt und bewahrt, ist kein Grund, von einem Irrtum Jesu in seiner Naherwartung zu sprechen. Ein echt menschliches Bewusstsein muss eine unbekannte Zukunft vor sich haben. Die zeitlich sich verbalisierende Naherwartung Jesu war für Jesus die wahre Weise, in der er in seiner Situation die zur unbedingten Entscheidung rufende Nähe Gottes realisieren musste. Nur der, der in einem falschen, ungeschichtlichen Existenzialismus oder Idealismus meint, sich jenseits von Zeit und Geschichte für oder gegen Gott entscheiden zu können, kann sich über diese Objektivation der Heilsentscheidungssituation in einer Naherwartung wundern, auch wenn es richtig bleibt, dass ein anderer, zum Beispiel eben wir heute, diese Schärfe einer neuen Heilsentscheidungssituation entsprechend der eigenen Erfahrung in etwa anders objektivieren muss und darf. In dieser so vorsichtig und richtig zu deutenden Proklamation einer Naherwartung des Reiches Gottes verkündigt Jesus die Nähe dieses Reiches als der jetzt und jetzt erst gegebenen absoluten Entscheidungssituation zu radikalem Heil oder Unheil. Aber diese Situation, und damit kommen wir jetzt erst eigentlich auf das Eigentliche, diese Situation des Nahegekommens des Reiches Gottes ist in Jesu Verkündigung gerade dadurch gegeben, dass Gott allen als Sündern das Heil und nichts anderes anbietet. Also nicht bloß eine dauernde, ambivalente Situation für die Freiheit des Menschen konstituiert, ihm Heil und Unheil vorträgt oder vorlegt, aus denen dann in eigener Vollmacht allein die Freiheit auswählen würde, sondern diese durch seine eigene Tat Gottes und Jesu gerade zugunsten des Heiles des Menschen entscheidet, ohne freilich dadurch den Menschen von seiner eigenen Heilsverantwortung in Freiheit zu dispensieren oder die Proklamation des siegreichen Daseins des Reiches der Begnadigung des Sünders von Gott selbst her einerseits und ein Anruf zur freien Metanoia an den Menschen andererseits in ein vom Menschen außerhalb seiner hoffenden Annahme durchschaubares System zu vereinigen. Das kann wohl mit Recht als der historisch greifbare Kern der Botschaft Jesu bezeichnet werden, so dass eigentlich nur von daher alles Übrige in seiner Botschaft verstanden werden kann, sein Kampf gegen die Herrschaft des Gesetzes, das sich anstelle Gottes selber setzt, gegen jeden Legalismus und gegen die Verabsolutierung religiöser oder profaner Mächte in der Welt, gegen jede Ethik bloß frommer Gesinnung, wie gegen jede Ethik einer Werkgerechtigkeit, die sich gegen Gott absichern will. Wenn und insofern die Verkündigung der radikalen Nähe des Reiches Gottes in dem angedeuteten Sinne
Es ist Heil und Gott setzt dieses Heil durch. Ich sage, wenn und insofern die Verkündigung der radikalen Nähe des Reiches Gottes in dem, in diesem Sinne der Kern der Botschaft Jesu ist, ist es wahr und bedarf es gar keiner Verschleierung. Jesus verkündet das Reich Gottes und nicht sich. Dieser Mensch Jesus ist gerade darum der reine Mensch schlechthin, weil er sich über Gott und dem heilsbedürftigen Menschen vergisst und nur in diesem Vergessen existiert. Eine Selbstaussage Jesus über sich selbst, die es natürlich und unausweichlich gibt, ist also von vornherein nur denkbar, wenn und weil sie als unvermeidliches Moment an der Nähe des Reiches Gottes auftritt, die Jesus als jetzt erst sich ereignend proklamiert. Die Funktion Jesu offenbart sein Wesen. Diese Nähe Gottes als des Heiles, dass Gott selber siegreich in der Freiheit des Menschen durchsetzt, ohne diese Freiheit damit aufzuheben, darf im Bewusstsein Jesu nicht gedacht werden als eine immer gleichmäßig gegebene Situation, nicht als ein schon immer und überall gegebenes Existenzial des Menschen, das höchstens vergessen und verdrängt werden kann und darum immer aufs Neue gepredigt werden muss. Für Jesus ist diese Nähe Gottes in diesem Sinne, wie ich sie eben anzudeuten versuchte, mit ihm und erst mit ihm und mit seiner Predigt in neuer, einmaliger und nicht mehr überbietbarer Weise da. Warum dem für Jesus so ist, und zwar nach der Predigt des vorösterlichen Jesus, schon unabhängig von seinem Tod und seiner Auferstehung, welche natürlich dieses Problem sehr erleichtern würden, ist nicht leicht zu sagen, spricht sich in dieser Predigt Jesu einfach sein einmaliges Gottesverhältnis aus, das er in anderen nicht entdeckt, ihnen aber vermitteln will, soweit sie nur dessen fähig sind, wäre das Reich ganz rasch in vollem Glanz gekommen, wäre Jesu Botschaft nicht abgelehnt worden. Hat Jesus jedenfalls unter dieser Hypothese predigen müssen? Wir werden sagen müssen, dass dieses ganze Problem durch Jesu Verwerfung, Tod und Auferstehung in sich allein für uns nicht mehr unmittelbar existenziell ist, weil wir ja letztlich von Jesu Ende und Vollendung nicht mehr absehen können und dürfen und weil wir darum auch für dieses andere Problem gar keine eindeutige Lösung für uns erwarten können. Umgekehrt aber ist die Predigt Jesu von der erst mit ihm gegebenen Nähe des Reiches Gottes als unserer eigentümlichen Entscheidungssituation jetzt und nicht schon immer auch für uns wahr, trotz unseres unsicher bleibenden Rechnens mit einer noch langen Geschichte der Menschheit, weil durch diese Predigt mindestens, insofern sie auch durch Jesu Tod und Auferstehung bestätigt ist, für uns eine radikale Entscheidungssituation gegeben ist, angesichts eines irreversibel gewordenen Heilsangebotes Gottes, wie es eben vor Jesus nicht gegeben war, und weil für den einzelnen Menschen, der sich nie in der Menschheit ganz als Ganzer verstecken kann, diese Heilssituation immer sehr kurz, nämlich bis zum eigenen Tod, befristet ist. Diese nicht immer, sondern jetzt und neu
in Jesus gegebene Nähe des Reiches Gottes als die von sich her siegreiche Heilssituation der Menschen, einer radikalen Metanoia, ist nun aber auch weiterer Schritt, ist nun aber schon für den vorösterlichen Jesus unlösbar mit seiner eigenen Person verknüpft. Nun, damit wird endlich, hoffe ich, deutlich, was die bisherigen Überlegungen mit Weihnachten zu tun haben, wenn wir das Geheimnis dieser Frage von unten her, vom Leben Jesu in seiner geschichtlichen Greifbarkeit her zu deuten suchen. Die These von der unlöslichen Einheit von Jesu Botschaft von der Nähe des Reiches Gottes einerseits und seiner Person andererseits ist natürlich von den Exegeten im Einzelnen in einer Arbeit zu erhärten, die hier nicht geleistet werden kann, die aber möglich ist, auch nach allen Prinzipien einer heutigen Exegese. Aber hier soll nur der Sinn und die Tragweite der eben neu formulierten These erläutert werden. Wir haben von einer unlöslichen Verbundenheit zwischen der von Jesus als neu verkündeten Nähe des Reiches Gottes und seiner Person gesprochen. Wir können diese These zunächst ruhig noch vorsichtiger formulieren. Der vorösterliche Jesus ist der Auffassung, dass diese neue Nähe des Reiches durch seine Proklamation dieser Nähe eintritt. Wenn wir zunächst so formulieren, haben wir ein Doppeltes gewonnen. Zunächst einmal ist leichter verständlich, wie Jesus so das Reich Gottes mit sich identifizieren konnte, ehe seinem Tod und seiner Auferstehung in seiner Theologie ein Platz zukam. Und es wird zum anderen besser verständlich, warum Sinn, Spitze und Mitte seiner Predigt dieses Reich Gottes und nicht unmittelbar er selber war. Es muss gleich noch hinzugefügt werden, dass es sich bei der von Jesus verkündigten neuen, bis jetzt noch nicht gegebenen Nähe des Reiches Gottes nicht um eine bloß relativ größere Nähe als bisher handelt, die selber wieder von einer noch größeren Nähe und Dringlichkeit des Anrufes Gottes überboten und so abgelöst werden könnte. Eine solche Vorstellung der Funktion Jesu, die der eines beliebigen Propheten entspräche, der immer weiß, dass er abgelöst wird durch andere, die ein neues, anderes Wort Gottes sagen, wird schon durch die Naherwartung Jesu unmöglich. Er ist der letzte Anruf Gottes, nach dem kein anderer mehr erfolgt und erfolgen kann, wegen der Radikalität, in der Gott durch nichts anderes mehr vertreten, sich selber aussagt mit der Erklärung, dass die Macht des Erbarmens Gottes von sich aus diese Selbstzusage Gottes in der Freiheit des Menschen durchsetzt. Nun ist aber diese, so vorsichtiger formulierte These, alles andere als selbstverständlich. Diese These degradiert Jesus gerade nicht zu einem beliebigen Propheten oder religiösen Erwecker. Denn warum und wieso ist die Gegebenheit des Verkündigten, eben diese Nähe des Reiches Gottes, abhängig von Jesu Verkündigung? Weil man sonst vom Verkündigten nichts wüsste und es darum nicht so wirksam werden könnte, da das Nicht-Gewusste nicht in die Freiheit des Menschen aufgenommen werden kann. Aber wenn man so antworten müsste, müsste man erklären, dass und warum man denn gerade ohne diese Verkündigung Jesu nichts vom Verkündeten, von der Nähe des Reiches Gottes wissen könnte. Und ferner, worin sollte denn das neue, unüberbietbare Nahegekommensein des Reiches Gottes
bestehen, wenn es zwar ohne Jesu Verkündigung nicht gewusst, aber dennoch an sich selber von Jesu Verkündigung unabhängig wäre, wie wäre in Jesu religiöser Erfahrung verständlich zu machen, dass er von einem Nahegekommensein Gottes als einem radikal Neuen weiß, wenn er nur Unwissenden sagt, was zwar im Voraus zu dieser Verkündigung schon bestünde, aber sich unabhängig von dieser Verkündigung schon ereignet hätte. Aber wo, wann und wie wird dies von Jesus selbst erfahren, wenn man bloß eine erkenntnismäßige Notwendigkeit der Predigt Jesu vom Reich klar zu Ende denkt, müsste man sagen, dass Jesus eigentlich gar nichts Neues gepredigt hat, sondern nur, wenn auch in prophetischer Radikalität, das Alte neu verkündet hätte. Tatsächlich wird ja vielfältig auch seine Originalität bezweifelt. Und dies geschieht in dem Augenblick zu Recht, in dem man übersieht, dass seine Predigt eine bisher nicht gegebene und nur durch seine Predigt gegebene radikal neue Nähe Gottes verkündet. Sieht man dies aber deutlich, dann bleibt nichts mehr übrig, als zu sagen, Jesus erlebte ein Gottesverhältnis, das einerseits als im Vergleich zu den übrigen Menschen einmalig und neu von Jesus erfahren wurde, und dass er andererseits für die anderen Menschen in deren Gottesverhältnis als exemplarisch erachtete. Er empfand sein einmaliges und neues Sohnverhältnis zum Vater, darin von Bedeutung für alle Menschen, dass sich jetzt darin für sie, die Menschen alle, die Zuwendung Gottes zu ihnen neu und unwiderruflich ereignete. In diesem seinem einmaligen und doch für uns exemplarischen Gottesverhältnis kann der vorösterliche Jesus in seiner Person das Neugekommensein des Reiches Gottes erfahren und so dieses Gekommensein gerade mit seiner Verkündigung als eben seiner Verkündigung unlöslich verbunden wissen. Damit ist nicht geleugnet, dass durch seinen Tod und seine Auferstehung all dies erst seine letzte Radikalität in sich und für uns erhält. Aber es wird verständlich, wie Jesus sich schon vor Ostern als den absoluten Heilbringer wissen und erfahren konnte, auch wenn diese seine Selbstinterpretation für uns ihre letzte Glaubwürdigkeit durch Ostern erhält und sich dadurch auch erst in ihrer letzten Tiefe offenbart. Jesus erfährt in sich selbst jene radikale, siegreiche Zugewendetheit Gottes zu sich selbst, die es so vorher nicht unter den Sündern gab, und weiß sie als bedeutsam, gültig und unwiderruflich für alle Menschen, mit denen er sich ja identifizierte. Jesus ist auch als Vorösterlicher nach seinem Selbstverständnis schon der Prediger des Reiches Gottes, wie dieses Reich vorher geschichtlich nicht da war und wie es durch ihn und in ihm da ist. Jetzt, so meine ich, sind wir in der Lage zu sagen, wie wir vom Leben Jesu her und schon im Voraus zur Interpretation des Anfangs vom Ende her Weihnachten seinen Anfang, seine Geburt verstehen können. Weihnachten ist die Geburt des Sohnes des ewigen Gottes. Wenn wir hier in diesem Zusammenhang, an diesem Punkt Sohn sagen,
haben wir vielleicht noch nicht ganz und ausdrücklich und erst recht nicht in der kirchenlehramtlichen Begrifflichkeit all das schon gesagt, was das Dogma von Weihnachten verkündigt, wenn es den Abstieg des ewigen Sohnes, des ewigen Wortes des Vaters, des Sohnes schlechthin in die Geschichte, in unser Fleisch verkündigt. Aber schon wenn das richtig ist, was wir vom Selbstverständnis des vorösterlichen Jesus gesagt haben, ist Jesus in einer einmaligen und unüberholbaren Weise der Sohn des ewigen Gottes, der nicht zu einer bloß beliebigen Prophetengestalt, zu einem bloß religiösen Genie oder religiösen Erwecker degradiert werden darf, in einer Weise, die grundsätzlich, in einer Reihe, die grundsätzlich weitergehen könnte. Jesus ist mit seinem Leben und seiner Verkündigung in Person das endgültige und unüberholbare Wort Gottes an die Welt. Man könnte sagen, dass dieses eine Wort nicht viel aussagt, weil es ja nur das von Gott her siegreiche Erbarmen Gottes, das die ganze Geschichte mit all ihrer Schuld und allen Auswegslosigkeiten umfasst und Gott selbst als die absolute Zukunft des Menschen aussagt. Aber mag auch dieses umfassende Wort, das alles andere als selbstverständlich ist, ausgefüllt werden müssen durch all die Worte Gottes und die Antworten der Menschen, die im Lauf der ganzen Weltgeschichte ergangen sind, ergehen und ergehen werden, so ist eben dieses in der eben genannten Hinsicht unendlich offene Wort doch das Abschließende, weil es der ganzen Geschichte ihr Ankommen in Gottes unbegreiflicher Herrlichkeit verheißen zusagt und darum gar nicht überholt werden kann, so dass alle noch kommende Geschichte mit all ihren nicht voraussehbaren Einzelzukünften in diesem Wort sich bewegt und nicht darüber hinaus führen kann, weil es das Wort der absoluten, alles versöhnenden und Gott selbst und nicht etwas dazu Vorläufiges beinhaltenden Zukunft ist. Wenn Jesus in seiner Person, seiner Einheit mit Gott aus der heraus er spricht und in seinem Wort dieses Wort ist, wenn dieses Wort von Gott her gesagt wird, weil es nur von Gott her gesagt werden kann, dann ist der ganze und eine Jesus von Gott von vornherein als die von Gott her siegreich gewollte Selbstzusage Gottes an die Welt von Gott gesagt, ist er von Anfang seiner Existenz an von Gott als dieses Wort gewollt, auch wenn sich dieses Wort, um zu sein und von uns gehört zu werden, in einer menschlichen Geschichte auslegen und entfalten musste. Die Christen haben recht, wenn sie sagen, dass dieses Wort Gottes, in dem Gott sich endgültig und in seiner Endgültigkeit geschichtlich greifbar zusagt, an Weihnachten geboren wurde. Auch eine Christologie, die von unten her mit der Erfahrung des konkreten Jesus und seiner Botschaft beginnt, darf mit Recht, wie es schon die neutestamentlichen Schriften bezeugen, zur Geburt dieses Jesus zurückgehen, weil er als der, der sich später zeigt, von Gott von vornherein gewollt sein musste, und zwar unbedingt, wenn er nicht bloß ein Mensch sein sollte, der noch vor der offenen Frage für sich und für uns steht, ob die Einheit mit Gott in Freiheit gelingt oder in Schuld scheitert,
sondern wenn er der Mensch sein sollte, in dem greifbar für ihn und als Verheißung für uns der Sieg Gottes in der Freiheit des Menschen Ereignis wird. Auch in einer Christologie von unten ist Weihnachten der Eintritt des Wortes Gottes an uns in die Welt, in dem Gott sich selbst versöhnend zusagt. Das war, entschuldigen Sie, der erste Gang unserer Überlegungen. Der zweite und dritte werden etwas kürzer sein, wenn auch vielleicht auch etwas anstrengend. Aber ich kann es nicht ändern. Und ich bitte Sie, noch Geduld zu haben. Und dann möchte ich sagen, das Recht zu haben, morgen in einer etwas unmittelbar meditativeren, persönlichen Weise des Geheimnisses von Weihnachten zu gedenken. Erlauben Sie mir, das etwas in abstrakter und unvermeidlich abstrakter Sprache Gesagte in einem Bild zu wiederholen. Stellen Sie sich zwei Menschen vor. Zwischen denen wäre die Frage, ob sie sich gegenseitig und endgültig lieben. Und einer von diesen Menschen hätte die Macht, den anderen anzublicken und nicht nur zu sagen, ich liebe dich und ich bitte dich, liebe du auch mich, sondern ihn anzublicken mit der unbedingten Verheißung, dass die eigene Liebe, die er diesem anderen anbietet, so mächtig ist, dass sie nicht die Freiheit des anderen zu lieben oder nicht zu lieben aufhebt, sondern den Sieg der Liebe von der anderen Seite doch durchsetzt. Die Geschichte des Wortes und der Antwort zwischen Gott und den Menschen, die eine Geschichte der Freiheit von beiden Seiten ist, ist in Jesus und erst da in geschichtlicher Greifbarkeit in jene Phase getreten, wo Gottes Liebe die Welt so anblickt, dass er nicht nur sagt, liebe mich, antworte auf meine Liebe mit deiner Liebe, sondern das Ungeheure, Unerwartete verkündet. Meine Liebe, die Gottes, ist so ungeheuer, so siegreich, dass sie gewiss die Liebe deiner Freiheit erreicht. Nicht indem sie den anderen zwingt, sondern indem sie die größte Tat der Freiheit des anderen, des Menschen, durch die eigene Unbedingtheit hervorruft. So erst blickt uns Gott in Jesus an. Das ist in ein anderes Bild übersetzt, das, was Jesus eigentlich sagen wollte, wenn er sagt, jetzt in mir, in meiner Botschaft, durch meine Verkündigung, durch mein Angebot, ist das Erbarmen Gottes gegenüber dem Sünder in einer ganz radikal neuen Weise da, wie es vorher nicht war. Und zwar als endgültiges, nicht als etwas, was im Grunde genommen noch durch die Bosheit des Menschen in Frage gestellt werden könnte, sondern als etwas, was sich durch seine eigene Macht
in der Freiheit des Menschen tatsächlich durchsetzen. Wer sich so von Gott nicht anblicken lässt, wenn er das wirklich nicht tut, der hört diese Botschaft ja auch nicht. Und der darf natürlich dann auch nicht sagen, aha, Gott vergibt allen. Aber der, der diese Botschaft hört, hört sie nicht als das bloße Angebot, wo dann letztlich gewissermaßen die letzte Frage unabwälzbar auf einen selbst zurückfällt, ob die eigene Freiheit dieses Angebot annimmt, sondern er hört eine Botschaft, in der die Macht der unbegreiflichen Liebe Gottes zu uns, der armen Kreatur und der sündigen Kreatur, sich selber von sich aus als die Siegreiche verkündet und so eigentlich die Freiheit, die solche ungeheuerliche Botschaft hören will, gerade erst zur eigentlichen Liebe, zur eigentlichen Umkehr, zur eigentlichen Freiheit befreit. Ein solches Wort in Jesus bedeutet eben, dass er das entscheidende, unüberholbare Wort Gottes an uns ist. Und so in diesem absoluten Sinn der Sohn eine Einheit hat mit Gott in diesem objektiven, wenn Sie wollen, Sinne, wie es dann in der kirchenlehramtlichen Verkündigung formuliert wird. Aber diese Dinge sind also Thematik des zweiten und dritten Ganges unserer Überlegung.